Servus Leute, im heutigen Video geht's um Meds, Medkits, Splints, Bandagen, was nehme ich am besten mit, wie mache ich das von Level 1 an, wenn man bloß einen Alpha-Container hat, wie würde ich das einteilen, bis hin zu, was sind die besten Stim-Kombinationen, dass es richtig OP ist. Viel Spaß! Was sollte man überhaupt dabei haben und auf was muss man vorbereitet sein, wenn man in einem Raid ist? Insbesondere als Anfänger kriegt man da nichts mit auf den Weg und ja, ein bisschen Learning by Doing. Wenn man dann auf einmal im Raid steht und verblutet und nicht weiß, was zu tun ist, dann ist es doof. Und ihr könnt bei jedem Med erstmal drauf doppelklicken, was die machen. Also grundsätzlich, man braucht ein Medkit, das wieder HP herstellt. Hier, das ist ein Grizzly, Saliva, K-Medkit. AFAG, IFAG, AI2, das sind alles Medkits, die wieder Leben herstellen. Das heißt, hier die Healthbar, wenn die runter ist, könnt ihr damit wieder auffüllen. Geht 1:1 hier von den Ressourcen runter. Das heißt, wenn ihr da plus 100 habt bei einem AI2, dann nehmt mehr mit. Sonst ist es ziemlich schnell verbraucht. Genauso wie beim K-Medkit und so weiter. Dann gibt es hier Unterschiede. Das AI2 macht wirklich bloß wieder Leben herstellen und die anderen Medkits, wie zum Beispiel das K, stops light bleedings. Es gibt leichte Blutung, schwere Blutung, kriegt ihr dann hier oben links angezeigt, wenn ihr das im Raid habt. Also, eine leichte Blutung kann man dann auch mit einem K-Medkit oder allgemein IFAG Saliva mit jedem Medkit letzten Endes wegmachen. Mache ich auch immer so. Darauf müsst ihr vorbereitet sein. Anderweitig könnt ihr mit der Bandage, die ist auch für Stops Light Bleeding, leichte Blutung. Dann gibt es Bandagen für schwere Blutungen. Das ist hier Hemostat, das heißt immer irgendwas mit Hemo. Stops Heavy Bleedings, genau, mit einer Aufladung. Oder hier das Hemostatic, das Calog B. Es hat drei Aufladungen für auch schwere Blutungen. Darauf muss man auch vorbereitet sein. Also leichte Blutung, schwere Blutung. Muss man was mitnehmen. Des Weiteren sollte man darauf vorbereitet sein, wenn man sich ein Bein bricht oder einen Arm, dass man einen Splint dabei hat. Das kann man entweder mit dem Splint, mit einem Use machen. Der hier hat 5 Uses. Der Alu-Splint hat man erst später. Meistens hat man erstmal den zu verfügen. Oder eben das Grizzly, das hier auch die Möglichkeit hat, eine hier Remove Fracture, einen Bruch zu heilen. Das heißt, eins von den drei Dingen sollte man verfügbar haben. Dann sollte man einen Painkiller dabei haben, dass man im Kampf laufen kann oder wenn man mal ein schwarzes Bein hat, dass man nicht nur so am Humpeln ist, dann kann man hier den Standard-Painkiller nehmen. Der braucht ziemlich viel Wasser, muss man immer darauf achten. Essen, trinken, geht davon runter und das kann auch ein Problem werden, wenn man auf einmal mit null Wasser da steht. Also im Auge behalten. Removes Pain 80 Sekunden aber nur. Dann gibt es andere Painkiller wie Morphin und Propital. Die halten dann 300 Sekunden, beziehungsweise hier 240. Das sind die Stims. Bessere Painkiller hat man am Anfang nicht zur Verfügung. Aber falls ihr meinen habt, könnt ihr die auch, wie gesagt, einfach Doppelklick drauf, könnt euch durchlesen, was das macht. Wenn er da steht, moves Pain. Und dann gibt es auch immer die Negativeffekte. Ja? Da muss man dann auch immer drauf achten, insbesondere bei Essen und Trinken. Man kann natürlich auch hier einen Painkiller wie Vaseline, Golden Star oder Ibuprofen im Container mitnehmen. Das ist auch okay. Hauptsache, man hat einen Painkiller dabei. Dann gibt es noch die Sache mit den gebleckten Körperteilen. Beine, Arme und natürlich das Stomach. Insbesondere, da kann man mit einem CMS oder mit einem Survival ran. Hat man am Anfang nicht zur Verfügung, außer man hat die EOD-Version. Dann hat man 2 CMS. Das Survival ist eher was für später. Der große Unterschied hier ist, das Survival-Kit hat 15 Aufladungen. Das CMS hat 5 Aufladungen. Aber wenn man das CMS verwendet, dann hat man weniger HP auf dem Körperteil. Es dauert 16 Sekunden, hier ist es, dauert 20 Sekunden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Arm heilen würde, je nach Skills, dann hat man mit einem CMS circa noch ja, 30 HP drauf. Das halbiert sich so, würde ich sagen. Und mit einem Survival hat man dann noch 45 HP. Das heißt, später sollte man auf jeden Fall ein Survival verwenden. Man hat dann auch noch die Option, dass man damit einen Bruch heilen kann. Aber 20 Sekunden, um einen Bruch zu heilen, während man sich nicht bewegen kann, ist nicht die beste Option. Also da lieber ein Splint, Alu-Splint oder ein Grizzly verwenden. Und das ist die Übersicht von den Meds, wie ich das einteile. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Level 1 wäre, habe ich den Gamma-Container mit meiner EOD-Version. Und wie ich das einteile, ist, ja, ich nehme Grizzly mit. Man kann sich heilen. Es hat viele Punkte, 1800 AP, das heilt für viele Raids. Man kann damit einen Bruch heilen, Removes Fracture, ganz wichtig. Man kann damit beide Blutungen heilen, wenn man will. Light Bleedings und Heavy Bleedings würde ich aber auf einen Shortcut legen. Dann mit einer EOD-Version kann man natürlich noch ein CMS mitnehmen. Das sollte man sicher im Container bewahren, weil, wie gesagt, man kann es bloß finden am Anfang, man kann es nicht kaufen. Auch wenn man dann mal eins findet, dann sollte man das auf jeden Fall irgendwie in den Container packen oder sicher rausbringen. Dann würde ich ein K-Med-Kit mitnehmen, je nachdem, was zur Verfügung steht. Wenn natürlich hier keins von den höheren Med-Kits dasteht oder ein IFAG, K-Med-Kit, je nachdem. Weil
Das kann schon eine leichte Blutung heilen. Und das ist wichtig. Ansonsten AI2 ist ein paar mehr davon und Bandagen. Grundsätzlich würde ich eh immer eine Bandage für schwere Blutung, Heavy Bleedings dabei haben. Entweder hier das Cat, zwei Stück oder so. Oder halt das Calopé. Je nachdem und mir das Binden. Dass man was im Kampf direkt gegen schwere Blutungen hat. Und dann natürlich einen Kampf-Painkiller. Das ist wichtig. In dem Fall, ja, am Anfang von der EOD hat man Propital. Morphin, Found in Raid braucht, ist Found in Raid wichtig für Quests. Wenn ihr es nicht Found in Raid habt, könnt ihr das auch verwenden. Aber denkt dran, Propital oder Morphin hier, Propital zu bevorzugen. 240 Painkiller, 240 Sekunden Painkiller, das heißt 4 Minuten. Und natürlich hier hat man eine Health Regeneration. Plus 1 HP pro Sekunde über 5 Minuten, was sehr gut ist. Und es hat wenig negative Effekte. Man kriegt Tremor und Tunnel-Effekt und nichts von wegen Essen, Trinken. Was sehr von Vorteil ist. Und dieser kleine, ja, diese 1 HP pro Sekunde sind sehr hilfreich, wenn man leicht verletzt ist und dann heilt es halt ein bisschen. Ansonsten nimmt man Morphin oder den normalen Painkiller. Hier muss man natürlich aufpassen. Hydration, ne? Geht ordentlich runter. Energy und Hydration hier. Da muss man dann Essen und Trinken gegensteuern. Ich würde immer noch einen Ersatz-Painkiller mitnehmen. Am Anfang ist relativ egal, weil man es nicht so oft braucht. Für Situationen, wo man ihn einfach mal präventiv nimmt oder so, Vaseline, Golden Star oder Ibuprofen. Auch hier ist das Problem. Der Unterschied, ich bevorzuge immer Vaseline, weil Energy und Hydration gleich runtergehen. Minus 9. Das heißt, wenn man es richtig macht, dann geht es gleichzeitig runter und man muss nichts essen oder trinken. Und beim Golden Star ist halt so, minus 19 Energy. Wenn man den 2-3 Mal nimmt, dann ist man wahrscheinlich auf 0 und dann muss man auf jeden Fall was essen. Und ansonsten hat er noch diesen Effekt, dass es einmal so, ja, verschwommene Sicht gibt. Golden Star bin ich nicht so der Fan, kann man aber auch machen, wenn man darauf vorbereitet ist. Ibuprofen, genau dasselbe. Zieht zu viel Wasser, deshalb ausgeglichen nehme ich immer Vaseline. Im Endgame kostet Vaseline im Moment 20.000, 25.000. Das ist einfach mein Dauer-Painkiller meiner Wahl. Am Anfang würde ich, wie gesagt, einen von den dreien hier mit reinpacken. Mitnehmen, hier noch 2 Slots frei für Ammo oder ähnliches. Und das wäre mein Anfangs-Loadout, wenn ich die EOD-Variante habe. Wenn man natürlich den Standard-Account spielt, was wahrscheinlich auch einige von euch tun, dann muss man das Ganze ein bisschen anders eingehen. Da hat man nämlich bloß 4 Slots, da kann man natürlich einen Grizzly reintun, dann sind die Slots aber weg. Kann man machen, dann muss man sich natürlich außerhalb ein bisschen besser aufstellen. Ne? Man hat dann auch nicht das Propital und das Morphin, sondern bloß hier den Standard-Painkiller. Dann hat man möglicherweise bloß die AI2, davon nimmt man dann halt mal ja 3 Stück mit. Bindet sie sich und des Weiteren einen Splint gegen Brüche oder 2 Splints und dann das Ganze hier, muss man halt die kleinen Bandagen nehmen, leichte, die schwere Bandage gegen Heavy Bleedings, davon auch 1, 2 und ja, oder man macht es anders, man lässt es hier daheim, nimmt das hier mit, wenn man CMS hat und geht dann so, dann hat man halt hier das IFAC als Ersatz und ja, stimmt, wenn man das Grizzly dabei hat, bräuchte man keinen Splint, wenn man das Effekt dann hat, dann muss man den Splint mitnehmen. Und so wäre meine Aufteilung für den Alpha-Container, für die Standard-Version. So würde ich ab Level 1 spielen. Und wie wir das dann gleich steigern, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Wenn man dann weiter im Level fortschreitet, dann kann man dieses Loadout von den Mets ein bisschen umgestalten. Man hat dann ein bisschen mehr Geld, man kann mehr vom Trader kaufen und einige Sachen sind nicht mehr so wertvoll, wie sie am Anfang waren. Und dann kann man das ein bisschen umgestalten. Also hier der Gamma-Container, wie ich ihn hatte. Und dann fliegt dann irgendwann mal das Grizzly raus. Ich gehe auch davon aus, dass als Standard-Edition-User hat man dann irgendwann den Epsilon-Container. Und dann hat man dann auch mehr Platz und kann dann dasselbe Loadout verwenden. Also, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Und mein Loadout von den Mets verändert sich dann dahingehend, irgendwann fliegt hier mal das Grizzly raus. Dann ist hier unten Platz für, ne, ihr seht, Dog Case, Zig Case. Man hat dann irgendwann ein Injector Case, in dem passt dem Sinn, da kommen wir gleich noch dazu. Aber mein Standard Loadout geht dann irgendwann dahin, dass ich ein Haupt-Med-Kit, hauptsächlich in Saliva, AFAC geht genauso. Damit heal ich normal und leichte Blutungen. Ein Kalog B mit 3 Aufladungen für schwere Blutungen. Dann ein Propital als hier Combat Stim. Des Weiteren habe ich ein Ersatz-Medkit dabei, meistens ein IFAC, weil ja, wenn man mal in einem schweren Fight ist, dann reicht möglicherweise ein Saliva nicht. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Bei mir ist es so. Dann der Ersatz-Painkiller, also hier der Präventiv-Painkiller, Vaseline ist gerne mal dabei. Was ich auch noch am Anfang der Runde gerne mache, ist ein Morphin mitnehmen als schnellen Painkiller, dass ich nicht extra den Gamma aufmachen muss. Das bleibt optional. Und dann ansonsten, wie gesagt, im Container kommt dann noch das Injector Case. Das Injector Case mit
Man kann sich das natürlich einteilen, wie man will. Ein ETG-Stim, da kommen wir gleich noch dazu, zum Regenerieren, 6,5 Health pro Sekunde. Propital-Ersatz, weil wenn man eins im Kampf genommen hat, dann will ich natürlich nochmal welche haben. Dann ein Perforan, Blue Blood, gegen Blutungen oder ein Zagustin, je nachdem. Wenn man die nimmt, dann sind sofort alle Blutungen weg. Beim Blue Blood ist es noch so, dass man auch plus 1,5 HP, mal sehen, wo steht's, Health Regeneration über 60 Sekunden bekommt, was sehr gut ist. Dann eine Mule, wenn man mehr viel rausschleppen muss. Wie gesagt, das Injector Case muss nicht ganz voll sein. Ich bin inzwischen dekadenterweise mit zwei unterwegs. Das ist ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Das muss dann, wenn ihr das machen wollt, dann wisst ihr das schon selber. Ansonsten ein Injector Case kriegt man übrigens von der Quest Chemicals Part 4, wenn man die bei Therapist abgibt oder man kauft es halt. Oder Barter tradet es, je nachdem. Und dann kommt hier unten ein Survival Kit rein, weil wie gesagt, Survival ist besser als CMS. Und ja, das war's dann auch schon. Dann ist hier für Munition da ein Sick Case. Hier so, so, so. Und so ist dann meine Gamma-Aufteilung. Natürlich habe ich jetzt hier schon den Kappa-Container. Da kann man das ein ganzes, da hat man nochmal drei Slots extra. Da kann man das dann nochmal ein bisschen anders einteilen. Aber Leute, die den Kappa-Container haben, die wissen das wahrscheinlich schon selber. Von daher, und das ist meine Aufteilung. So gehe ich dann los. Und ja, mein Endgame-Met-Aufteilung, die ich jedem empfehlen kann. Die funktioniert sehr gut für mich. Kommen wir zu den Stims. Von denen gibt es inzwischen 21 an der Zahl. Und die haben alle unterschiedliche Funktionen, Boosts, die sie mitbringen und auch negative Effekte, die es natürlich zu beachten gilt. Hier ist es natürlich auch so, Doppelklick drauf und dann steht da, was der Stim macht und was auch die Negativeffekte sind. Und bei manchen ist mehr, ne? Bei manchen ist ein bisschen weniger. Je nachdem könnt ihr euch auch mal selber durchlesen, ein eigenes Bild machen. Ich habe die mal aufgeteilt. Hier rechts sind die Stims, die ich wirklich laufen verwende. Die in der Mitte sind die, die man mal verwenden kann. Und hier links, die verwende ich eigentlich nie. Schauen wir sie uns mal an. Die, die ich laufen verwende. Der SJ6, den nehme ich zum Sprinten, wenn ich zum Beispiel Shoreline ins Resort sprinte. 240 Sekunden Max Stamina hoch und Stamina Recovery. Das heißt, man kann sehr, sehr gut sprinten. Man kann natürlich da auch noch den ein oder anderen Stim mehr nehmen. Das zeige ich euch gleich noch in-game. Aber ich nehme meistens bloß den SJ6, weil mit meinen Endurance-Werten von um die 30 oder höher jetzt reicht es vollkommen aus. Dann habe ich hier den ETG Regeneration Stim. Das ist ein Notfall-Stim, den habe ich im Injector Case. Health Regeneration 60 Sekunden lang plus 6,5. Das heißt plus 6,5 Leben pro Sekunde, was echt viel ist. Und ja, bei dem muss man ein bisschen aufpassen. Erstmal ist er ein Lebensretter, ne, weil er echt schnell heilt. Aber wenn das dann abgelaufen ist, dann Energy Recovery minus 3. Man verliert richtig viel. Man verliert 3 Essen über 20 Sekunden jede Sekunde. Viel, das heißt 60 Essen gehen weg. Je nachdem, Metabolism schwächt es, glaube ich, ein bisschen ab. Und dann Endurance und Health geht runter. Aber hier der Energy ist natürlich das Problematische. Man muss danach richtig essen. Mule, das ist ein Stim, wenn man viel gelootet hat, haut man sich den rein. Weight Limit plus 50%, 900 Sekunden, 15 Minuten. Reicht eigentlich, um bis zum Ausgang zu kommen. Man muss hier aufpassen, man verliert alle 10 Sekunden ein HP und man nimmt mehr Schaden. 9% auf alles außer dem Kopf, muss man auch bedenken. Aber es ist letzten Endes das Stim, um viel rauszuschreiben. Perforotan, ja, Blue Blood und Zagustin machen letzten Endes dasselbe. Ich nehme sie beide mit, je nachdem. Blue Blood hat natürlich hier, also die sind gegen Blutungen, wenn man sich die reinhaut, sind sofort alle Blutungen weg. Stops and prevents bleeding, Duration 60 Sekunden. Die Duration ist da egal, wenn man nochmal angeschossen werden würde, kann man da nicht bluten währenddessen. Man hat hier eine Health Regeneration drauf von 1,5. Ganz gut, ne? 1,5 ist auch nicht wenig. Und das Problem ist halt, man verliert hier wieder Essen, also circa 60, ne, mehr als 60 Essen. 66 Essen verliert man über 60 Sekunden. Wenn der abgelaufen ist, dann muss man natürlich aufpassen, man muss wieder essen. Das ist immer das Problem mit den Stims, ne? Die haben zwar die positiven Effekte, aber dann haben sie auch wieder was Negatives. Hier Zagustin, genau dasselbe, verhindert Blutungen, aber man verliert dann am Ende hier Wasser 1,4 über 40 Sekunden. Das sind dann, ja, weiß ich was, wieder 60 Wasser weg. Das heißt, hier muss man aufpassen mit dem Wasser und beziehungsweise mit dem Essen. Dann meine Stims, die ich als Kampf-Painkiller nehme, bevorzugt Propital. 240, 4 Minuten Painkiller, Regeneration, 1 HP pro Sekunde. Sehr gut auch für kleine Verletzungen, dann nehme ich den gerne. Und er
verpasst einem bloß einen Tremor und einen Tunneleffekt, was nicht so wild ist. Es geht nicht auf Essen und Trinken. Sehr gute Sache. Morphin kann man auch nehmen, wenn man gerade kein Propital hat. Muss man halt aufpassen. Energy und Hydration geht darunter. 5 Minuten Painkiller. Das sind so die Stims, die ich am meisten verwende. Dann die hier drüben. Da haben wir den XTG. Das ist letzten Endes ein Antidot. Der ist bloß gegen das Gift von Kultisten. Wenn man erwartet, Kultisten zu treffen, sollte man den dabei haben. Wenn die einen messern, vergiften die einen. Und dann ist ein Gegengift sehr sinnvoll. Alternative wäre Augmentin. Kann man auch nehmen. Das ist auch ein Gegengift. Dann der 3-BTG-Stim, der ist interessant wegen dem Attention-Skill und Perception und sonst was. Damit kann man den Skill und Stärke kann man hier auch boosten. Stamina Recovery, genau dasselbe. Muss man halt wieder aufpassen, Energy Recovery, man verliert ein bisschen Essen. Komme ich gleich noch drauf auf den Stim, zeige ich euch in-game. Damit kann man seinen Attention-Skill auf 51 boosten und schnell searchen. Meldonin ist ein Stim. Bei dem kann man für 15 Minuten weniger Schaden bekommen, außer auf dem Kopf, minus 10%. Aber man verliert auch über 15 Minuten Essen und Trinken. Also man muss viel essen und trinken, wenn man den drin hat. Trimadol ist auch ein Stim, der insbesondere wegen dem Attention Skill interessant ist. Plus 10, genauso wie Max Stamina, Stamina Recovery. Wenn man sich die alle reinzieht, dann kann man unendlich sprinten. Das zeige ich euch gleich noch in-game. Hier auch wieder Energy und Hydration zu beachten. Dann die Stims hier drüben, gehe ich jetzt gar nicht so drauf ein. P222, die haben halt auch wieder hier Buffs für verschiedenste Skills, aber die verwende ich eigentlich nie. PNB ist einer hier, das ist ein Painkiller, Health Regeneration für 40 Sekunden. Ja, nicht so interessant. 40 Sekunden bloß. SJ12 ist einer, der senkt die Körpertemperatur. Letzten Endes ein Stim, der gut gegen Thermal ist. Das setzt man eigentlich nie ein. Der L1-Stim ist auch wieder ein Painkiller für 2 Minuten. Stärke, Endurance geht halt ein bisschen hoch. Kann man einsetzen, kann man sich ja selber Gedanken machen, wie man das macht. Ich habe für mich habe ich die so, dass ich die eigentlich nicht verwende. Hier genau dasselbe. SJ9 minus Body Temperature, wieder gegen Time als Obodolos. Ziemlicher Gamble-Stim. Man hat hier Chancen drauf, dass dies und das passiert. Man kriegt hier Endurance-Stärke, kann man natürlich machen. Obodolos nicht so interessant. Genauso Obodolos 2. Ja, wenn man Obodolos 2 nimmt, kann man zum Beispiel sehr schnell Stash-Runs machen, wenn man damit rechnet, überhaupt nicht beschossen zu werden. Das Problem ist hier, man kriegt 80% mehr Schaden. Das heißt, wenn man beschossen wird, ist man ziemlich schnell, ziemlich tot. Und ansonsten bufft er bloß die Stims, hier die Skills. White Limit geht hoch und so, das heißt, wenn man irgendwo ganz schnell durchrennen will und schnell looten will, dann kann man den möglicherweise nehmen. SJ1 ist auch so ein Stim, Endurance und Stärke, kann man auch zum Sprinten nehmen. Ich ziehe den mal vielleicht hier rüber, weil den kann man dann zusammen mit dem SJ6 nehmen. Endurance, Stärke nach oben, dann kann man mehr sprinten. Und Adrenalin haben wir hier, das ist ein kurzer Painkiller, wenn man den in-game findet, kann man den als Non-Painkiller nehmen. 60 Sekunden Painkiller, ja. Und natürlich hier wieder auch die Negativeffekte. Der AHF1, der macht Health, der stoppt. Ja, hier wieder, wieder Bleeds. Achso, der Stop Bleeds. Eigentlich auch nicht so schlecht. Könnte man hier drüben noch mit reinziehen. Aber ja, braucht auch wieder hier Hydration. Also den kann man hier auch verwenden. Fällt mir jetzt gerade erst tatsächlich auf, ne? Man muss auch mal genau hinschauen, wenn man so einen Guide macht. Aber ja, der AHF1, den kann man tatsächlich hier drüben auch mitverwenden, wenn man will, als Blutungsstopper. Kommen wir zu Stim-Kombinationen, die wirklich OP sein können. Also, es gibt natürlich beim Sprinten einige Stims, die Endurance und Max-Stamina und sowas verbessern. SJ6, SJ1 und der 3-BTG ist da auch dabei. SJ6, der Standard-Sprint-Stim. Max-Stamina und Stamina-Recovery geht hoch. Das ist normalerweise der, der für mich alleine ausreicht. Aber, wenn man es voll übertreiben will, also ich zeige es euch jetzt mal kurz, was meine Ausdauer hier unten macht. Unten links, sie ist jetzt schon recht gut, ne? Aber sie bewegt sich noch. Und da kann man jetzt halt hier mit den SJ1 und SJ6 kann man mit reinnehmen. Hier Endurance Stärke geht hoch. 3-BTG hat nochmal Stamina Recovery mit drauf. Wenn wir uns die alle drei reinpfeifen, beziehungsweise der 3-BTG und der SJ6 an sich reichen eigentlich schon, ne? Ich sprinte mal kurz. Da bewegt sich eigentlich nicht mehr viel. Man kann ja noch den SJ1 mit dazu nehmen, dann ist Endurance an sich nochmal höher. Aber ja, letzten Endes reichen die zwei schon. Aber wenn man schon übertreiben will, dann kann man es so machen. Ihr seht, da geht nochmal Endurance ein bisschen hoch, die maximale Stamina. Und ja, man kann jetzt im Prinzip fünfmal um die Map sprinten und es wäre immer noch Stamina da. Eine Kombination kann man machen, wenn man wirklich extrem schnell im Resort auf Shoreline sein will oder sonst wo. Ansonsten reicht mir persönlich immer bloß der SJ6. Und dann gibt es noch eine weitere Kombination rund um den 3-BTG-Stim. Und zwar, es geht hier um den Attention Skill. Wir haben ihn jetzt schon drin. Der gibt Attention Skill plus 30 und das ist hier das Interessante. Attention Skill, wir sehen es hier, auf 45 geboostet.
Im letzten Vibe war es so, wenn man auf 51k mit geboosteten Stats, dann hat man nicht den Elite-Perk bekommen. Das wurde geändert. Man bekommt jetzt den Elite-Perk. Das heißt, bei Attention, man kann instant searchen oder man hat eine 50%ige Chance, dass der Container direkt aufploppt. Und schauen wir mal kurz. Und zwar gibt es da noch hier den Trimadol-Stim. Ich bin jetzt bei 45 und der hat auch nochmal Attention plus 10. Das heißt, wenn ich mir den jetzt reinziehe, den Trimadol, dann haben wir hier 55. Der Elite-Perk steht zwar nicht da, aber es geht. Wir schauen jetzt mal kurz. Jeder zweite Container sollte aufploppen. Es geht leider nicht mehr, hier oben zu klicken. Das wurde gefixt. Also normalerweise konnte man dann hier klicken und irgendwann ist er aufgeploppt. Das wurde gefixt. Das heißt, der hier searcht normal. Der hier searcht auch normal. Pling. Ihr hört es auch am Geräusch. Es ploppt auf. Pling. Pling. Hier searcht er normal. Search. Hier searcht er auch leider normal. Also, jeder zweite. Mal sehen. Jacken. Hm, heute sind wir unlucky. Mal sehen, ob es beim Safe geht. Ja, hier ploppt es auf. Also, so könnt ihr euren Attention-Skill boosten und wirklich schnell viele Container looten, wenn ihr da eine Stelle habt. Ich versuche das jetzt auch mal mehr einzusetzen, weil es echt angenehm ist. Plus diese Sprint-Kombination, das sind so die zwei Stim-Kombinationen, die man wirklich auch mal abusen kann, die wirklich Sinn machen. Und wenn man das Geld dazu hat, ist es eine nette Spielerei, kann man auf jeden Fall mal mit einbauen. Das war meine Zusammenfassung rund um die Mets in EFT. Von Anfänger bis Profi habe ich, glaube ich, alles abgedeckt. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.